Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Short News und ich bin gerade am Schneiden der großen Nerd News, aber hier gibt es doch noch ein Thema, was ich gerne nochmal einzeln erwähnen will. Und zwar hat Nintendo sein E3-Programm bekannt gegeben und das startet schon am 8. Juni um 20 Uhr mit Splatoon 2, den World Championships. Gefolgt um 23 Uhr mit Super Smash Bros. Ultimate in den World Championships und dann ein paar Tage später, wie gewohnt, am 11. Juni um 18 Uhr findet eine Nintendo Direct statt. Und die wird dieses Mal, so wie letztes Jahr, auch Nintendo Direct genannt. Hoffen wir einfach mal, dass es dieses Mal sich nicht nur 25 Minuten um ein Spiel drehen wird, aber Mario Maker 2 wird meines Erachtens nach wohl einen großen Stellenwert haben. Außerdem werdet ihr danach noch die Nintendo Show erleben, die so üblich ist auf der E3, denn da gibt es wieder Treehouse-Events mit den üblichen Gameplay-Szenen, Interviews und so weiter. Das findet dieses Jahr auf der E3 wieder statt. Und jetzt noch so ein kleiner Hinweis. Heute Abend ab 20 Uhr wird es auch wieder hier auf dem Kanal so eine kleine Direct geben. Allerdings nicht von Nintendo, sondern von Sony und wieder State of Play genannt. Und man hat angegeben, dass man unter anderem in 10 Minuten State of Play Gameplay von Medieval zeigen wird. Ein Spiel, was man lange nicht mehr gesehen hat. Und unter anderem noch ein paar Neuankündigungen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie viel man in diese 10 Minuten reinbringen wird und vor allem, was da angekündigt wird. Aber Sony scheint offensichtlich schon dasselbe Problem zu haben wie Nintendo, denn die Leute sind jetzt schon wieder völlig hyped und erwarten natürlich wieder das Übermenschliche und jeder erwartet was anderes. Ich bin ganz ehrlich, viele vermuten Final Fantasy VII Remake. Ich gehe davon aus, dass das heute nicht gezeigt wird. Aber lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Wie gesagt, ab 20 Uhr starten wir auf dem Kanal und zwar mit Mario Kart 8. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da können wir wieder mal gegeneinander zocken, gefolgt von Days Gone und dann um 0 Uhr die Sony-Präsentation. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin es auch und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News und ciao.